Es war einmal, weit, weit weg in der magischen Dimension. Da lebte ein normales Erdenmädchen, das bemerkte, dass es eine Fee war und eine Prinzessin. Ihr Leben veränderte sich für alle Zeiten und wurde zu einem Märchen, zu einer Geschichte des Mutes, der Freundschaft und der Abenteuer. Es ist eine Zaubergeschichte, doch ohne das berühmte Happy End, weil sie das Ende noch nicht schreiben konnte. Bis jetzt. Yeah.
den sollte ich mal ein bisschen einheizen. Leg los, Blue. Wir geben dir Deckung. Stella würde sagen, pudern wir ihn mal die Näschen. Scheiße! Mirza, Achtung! Wir haben ein Problem. Die sind zäher, als wir dachten, und auch hässlicher. Vielleicht kann ich sie damit aufhalten. Zauber-Efeu! Beweg dich nicht. Bist du verletzt? Es tut weh. Aber ich glaube, ich schaffe das. Gleich geht's weiter. Flora, ist alles in Ordnung? Ich habe Schmerzen, aber ich kann sie abwehren. Scan-Vorgang. Ihre Steuereinheit befindet sich hinter dieser Mauer. Beeilt euch. Ich kann sie nicht mehr lange aufhalten. Wings, macht euch bereit. Volle Drachenenergie. Fusionsfeuer. Gemacht, Bloom. Du hast eine ganze Armee böser Roboter in nicht mal 2 Minuten zu Altmetall verarbeitet. Klasse! Sowas nenne ich Teamwork, Mädels. Viel besser. Das war mehr als nur Teamwork. Wings Club Teamwork. Davon brauchen wir noch mehr. Ich scanne eine weitere Präsenz in unserer Nähe, die direkt auf uns zukommt. Hagen der Schwertkämpfer. Haltet eure Augen offen. Meister des schimmernden Stahls, seid ihr hier drin? Kannst du uns ein bisschen Licht machen, Stella? Klarer Fall. Leuchten ist meine Stärke. Hey, was ist hier los? Hagen, der Schwertschmied der Kompanie des Lichts. Heute fühle ich mich im Schatten sehr viel wohler. Nur einen Schritt weiter und es wird dein letzter sein. Ich habe sie gefunden. Oh, um Himmels Willen. Ich kann nur hoffen, dass ich nicht zu spät komme. Du und deine Freundinnen, ihr seid in meine Festung eingedrungen und habt meine Wachen vernichtet. Doch gegen mich ist euch so viel Glück nicht beschieden. Wir sind ganz schön gelangweilt von dir und deinem Schwert. Hallo, Rektorin Faragonda. Bei den 1000 Sternen. Faragonda, seid ihr es wirklich? Mein lieber Hagen, es ist Ewigkeiten her. Jahrhunderte, kann man sagen. Seit die Kompanie des Lichts aufgelöst wurde. Du siehst älter aus. Aber was wir an Jugend einbüßen, gewinnen wir an Weisheit hinzu, wenn wir gut aufgepasst haben. Und nun senke dein Schwert in Blooms Gegenwart. Der letzten überlebenden Prinzessin von Domino. Die Tochter von Uritel und Marion? Sie lebt? Ich dachte, sie wäre... Nein, mein alter Freund. Unsere Bloom wurde gerettet. Sie ist bei Adoptiveltern auf der Erde aufgewachsen. Nun ist sie hierher zurückgekehrt, um ihre leiblichen Eltern zu suchen. Dies ist nicht die Zeit, um die Vergangenheit zu beleuchten. Es ist der Augenblick gekommen, endlich die Einladung anzunehmen, die du all die Jahre über abgelehnt hast. Nun gut, Faragonda. Ich streite mich nicht mit einer so schönen Widersacherin. Gut, dann können wir uns ja endlich über Althea unterhalten. So, endlich haben wir dich aus deiner Höhle hervorgelockt, du alter Bär. Feen. Ist hier immer alles so farbenprächtig und fröhlich oder ist heute nur ein ganz besonderer Tag? Heute ist der Tag des Geschenkes, Hagen. Einige unserer Schüler machen ihren Abschluss und verlassen Althea für immer. Ihre magische Reise geht mit dieser Zeremonie zu Ende. Doch für Bloom geht die Reise weiter. Deshalb muss ich mit euch sprechen, Meister Hagen. Ich weiß, dass meine Eltern, meine richtigen Eltern, irgendwo in der magischen Dimension verloren oder gefangen sind. Ich muss sie retten und ihr seid der Einzige, der mir dabei helfen kann. Erwarte nicht zu viel von mir, kleines Mädchen. Sonst bist du später vielleicht enttäuscht. Das Schwert, Hagen. Das Schwert von König Uritel, meinem Vater. Ja, das Schwert, ich verstehe.
Es ist verzaubert und keine Macht des Universums kann es von seinem rechtmäßigen Besitzer trennen. Ewig und unzerstörbar. Das größte Werk des Meisters des schimmernden Stahls. Zumindest steht es so im Buch der Magie. Weil ihr es erschaffen habt, könnt ihr seine Präsenz fühlen. Egal, wo es ist. Und wenn ich das Schwert finde, finde ich auch meinen Vater. Oh, Blum. Viele tausend Schwerter habe ich im Laufe meines Lebens geschmiedet. Aber für deinen Vater erschuf ich das stärkste von allen. Ein Schwert. Ein Banner. Stark genug, um uns allen den ultimativen Sieg zu bringen. Wir waren die mächtigsten Kriegerzauberer, die unsere Welt je gesehen hat. Vereint gegen die Hexen der Vorzeit. Wir kämpften gegen sie bis zum blutigen Ende. Doch anstatt den Triumph zu erringen, zahlten wir einen tödlichen Preis. Ich stand an jenem Tag an seiner Seite. Es war die letzte Schlacht der drei Urhexen gegen König Oritel und Königin Marion. Deine Eltern. Sie entschwanden zusammen mit den Hexen in einem großen Strudel finsterer Macht und es gab nichts, was ich hätte tun können. Nicht einmal das mächtigste Zauberschwert, das ich geschmiedet hatte, war stark genug, um sie zu retten. Und seit diesem Tag habe ich nie aufgehört, nach ihnen zu suchen. An jedem einzelnen Tag meines Lebens versuche ich, die Macht des königlichen Schwertes zu fühlen und meine engsten Freunde zu finden, deinen Vater und deine Mutter. Verstehst du mich jetzt? Aber die magische Dimension ist so groß. Ihr könnt nicht überall gesucht haben. Blum, ich weiß, was du mit deinem Herzen glauben möchtest. Doch stelle dich der Realität. Es tut mir leid, Blum. Nein. Seht mal! Hey! Blum, erzähl uns doch, was passiert ist! Bitte warte, Stella. Ich weiß, du bist eine gute Freundin. Aber sie braucht jetzt etwas Zeit für sich allein. Also kommt, Mädchen. In Kürze beginnt unsere Zeremonie. Nach 3 Jahren harter Arbeit und häufiger unvorhergesehener Aufregung nähert sich eure Zeit an der Alfea-Feenschule ihrem Ende. Und nun werdet ihr in Anwesenheit eurer engsten Freunde den Tag des Geschenkes feiern. Es wird Zeit, dass unsere stolzen Absolventinnen ihr Amt als Schutzfeen antreten, damit sie die ultimative Harmonie erschaffen. Tretet vor, Absolventinnen. Hallo, Kiko. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Hey, mein süßes Kätzchen. Entschuldigt, aber ich bin nicht in der Stimmung, mit euch zu spielen. Seid nicht traurig, es ist nicht eure Schuld. Ich habe nur gerade das Gefühl, als hätte die Welt ihre Farben verloren. Oh Gott, bist du süß. Wie heißt du denn? Hast du einen Namen? Ron? Ron, ja, das ist ein guter Name für dich. Bup, bup. Diese kleinen Schmuckschatullen enthalten die Macht der Harmonie. Es ist das Abschlussgeschenk für jede Fee. Öffnet nun die Schatullen und macht euch bereit, eins zu werden mit der magischen Dimension. Die Pflanzen, die Bäume. Ich höre ihr Flüstern im Wind.
Ich verstehe jedes Wort, jedes ihrer Gefühle. Das, liebe Flora, ist der Unterschied zwischen einer Fee, die nur die Magie der Blumen nutzt, und der Fee, der Blumen, wie allen bekannt ist. Ich fühle mich verbunden mit jeder Form der Technologie überall auf der Welt. Das ist webtastisch. Ich kann alle Musik der Welt hören, sogar die geheimen Lieder im Herzen eines jeden Menschen. Und ich kann sie singen. Das Licht der Sonne, des Mondes und sogar der Sterne strahlt in mir. Und ich habe das Gefühl, ich könnte die ganze Welt erleuchten. Ich spüre den Klang des Regens auf der ganzen Welt. Jeden Tropfen, vom winzigsten Platschen bis hin zum tiefsten Ozean. Eure Schulzeit ist zu Ende, Mädchen. Eure Feenausbildung ist nun offiziell abgeschlossen. Und ab sofort hat jede eurer Welten neue Schutzfeen. Nämlich euch. Hurra! Wings, ich liebe euch. Bitte weine nicht. Obwohl du auch mit Tränen in den Augen immer noch so schön bist. Ah, so gefällt mir das besser, meine lächelnde Blume. Sky! Mein Prinz ist gekommen, um mich zu retten. Er befreit sein Burgfräulein aus ihrem einsamen Turm. Wir kommen zu spät zum Abschlussball. Ich bin mir noch unsicher wegen der Länge. Brandon sollen doch meine neuen Schuhe auffallen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Brandon deinen Schuhen auch nur einen Blick schenkt, wenn er dieses Kleid sieht, ist gleich null. Mädels, eigentlich wollte ich so etwas nicht gestatten, aber da heute ein besonderer Tag ist... Klopf, klopf. Sind hier zufällig irgendwelche Schutzfeen anwesend? Brandon, Schatz! Oh. Die bezauberndste und begehrenswerteste aller Schutzfeen. Ach, du bist so süß, ich danke dir. Eigentlich wollte ich dir eine Blume schenken, aber keine kann es an Schönheit mit meiner zauberhaften Schutzfee aufnehmen. Ist das wahr? Du bist mit jedem Computer vernetzt? Mit jedem elektronischen Gerät auf der Welt? Ja, so ist es. Und ich bin so schnell wie ein Glasfaserkabel. Ja? Ach, spiel nicht den dummen Riven. Ich hab doch gesehen, dass du mich während der Zeremonie beobachtet hast. Ich bin hergekommen, weil ich dachte, dass hier eine Riesenparty steigt und nicht, dass man über mich lacht. Ach, Riven, mein Schatz, warum bist du denn gerade heute so mürrisch? Ich kann's gar nicht fassen, dass wir es geschafft haben. Unsere gemeinsame Zeit hier war unglaublich. Aber jetzt, schätze ich, ist das alles vorbei. Die Schule ist vorbei, aber unser Leben fängt gerade erst an. Oder hast du etwa deswegen Angst? Fürchtest du, dass du die Hoffnungen nicht erfüllen könntest? Du bist immer der Einzige, der genau versteht, was ich meine, Sky. Ich kenne das zu gut. Was kennst du? Die anderen Leute und ihre Erwartungen. Aber ich weiß, dass du großen Erfolg haben wirst, dass du selbst die kühnsten Träume übertriffst. Zieh dich um, ich kann's gar nicht erwarten, dich heute Abend auf dem Fest zu sehen. Hey, seht mal da unten, Blum und Sky. Wir haben euch in Flagranti erwischt. Juhu, ihr Turteltäubchen. Sie haben es alle geschafft. Nur ich nicht. Machst du Witze? Du bist Blum. Und jeder weiß, dass du die mächtigste Fee in Alphea bist. Die eigene Welt und ihre Bewohner zu beschützen, das macht eine wahre Schutzfee aus. Aber ich bin nichts weiter als eine Prinzessin ohne Reich. Ich habe niemanden, den ich beschützen kann. Meine Heimat, Domino, wurde vollkommen zerstört. Ach, wäre es mir doch nur gelungen, meine Eltern zu finden. Dann hätte ich meine Mission voll und ganz erfüllt. Dann hätte ich Harmonie erlangt und wäre eine rechtmäßige Schutzfee. Ich hatte die Chance und die Hoffnung. Doch jetzt ist beides verloren. Also die Blume, die ich gekannt habe, hätte niemals aufgegeben. Hilfe! Eine Hexe ist in den Körper des Mädchens geschlüpft, das ich liebe. Vergiss, Hagen, diesen alten Griesgram und gib nicht auf. Du weißt, worauf es ankommt. Glaube an dich selbst. Und an das, was du in deinem Herzen fühlst, dann wirst du niemals verlieren. Und vergiss nicht, ich bin dein größter Fan. Ich glaube an dich. Es gibt noch etwas, das ich dir sagen muss, geliebte Blume. Eigentlich darf ich es dir nicht sagen, aber du sollst es wissen. Oh nein! Mich an meine Befehle halten. Ohne dich darf ich den Planeten nicht verlassen. Hey, nur noch 5 Minuten, okay? Wie wär's mit 10 Sekunden? Oh. Sky, entschuldige, was ist denn hier los? Wer ist diese Frau? Blum, hör zu. Ich erkläre dir alles, sobald ich die Zeit dazu habe, versprochen. Blum, mach dir keine Sorgen. Ach.
Es ist alles in Ordnung, du musst mir vertrauen, aber jetzt muss ich los. Sky! Nein, bitte stell jetzt keine Fragen. Ich bin bald zurück. Und dann werde ich dich nie wieder verlassen. Aber du gehst jetzt, Sky. Wir müssen los. Ich liebe dich, Bloom. Vergiss das bitte nie. Wo warst du denn so lange? Ich war nur mal kurz. Ist alles in Ordnung? Es ging mir schon mal besser. Oh, lass dich drüber, mein Schatz. Wie war die Party? Meinst du das öde Treffen draußen auf dem Hof? Du weißt doch, wenn du nicht da bist, wird es keine richtige Party. Hör zu, Mädels. Ihr wisst doch, heute ist unser letzter Abend, an dem wir zusammen in Alfea sind. Und da dürfen wir die Nacht auf keinen Fall mit Schlafen vergeuden. Richtig. Na klar, ich finde, es wird allerhöchste Zeit für eine riesen Kissenschlacht. Oder sollten wir nicht lieber eine Pyjama-Party vorziehen? Warum seht ihr mich denn so komisch an? Habt ihr gesehen, wie Riven getanzt hat? Erst hat er sich so gedreht, dann hat er sich so gedreht. Oh, 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 oh. Aber ausgerutscht ist er nicht. Ich mein's ernst, Mädels. Wir müssen packen. Gehst du zurück nach Linfea? Ja, aber keiner kann sich vorstellen, dass ich als Fee der Blumen dorthin zurückkehre. Keine Sorge, es wird nicht viel anders sein als vorher. Nur mit ein paar zusätzlichen Verantwortungen. Du weißt schon, du musst den ganzen Planeten beschützen, die Menschen und ihr Glück. Aber das ist ja wohl ein Kinderspiel. Wie sage ich immer so treffend, Mädels? Wer mächtig ist, der ist auch beliebt. Und du, Blum? Gehst du zurück zu deinen Erdeneltern nach Gardenia? Ja, Mike und Vanessa warten schon auf mich. Ich werde wohl erstmal meiner Mama in ihrem Blumenladen helfen. Und dann, wer weiß. Du hast großes Glück, so tolle Eltern zu haben. Für jeden von uns beginnt ein neues Abenteuer. Was? Nein! Zwischen uns wird sich nicht das Geringste ändern, Blum. Was auch geschieht, wir bleiben immer die besten Freundinnen. Die besten Freundinnen für immer. Für immer und ewig. Wings Club für immer! Leb wohl, Alfea. Ich war klein, als mein Herz zu mir sprach. Seitdem folge ich nur noch meinem Weg. Er führt mich her und jetzt gebe ich alles von mir, meine Superkraft, und ich kämpf gegen dunkle Mächte. Schau mich an und was wirst du sehen? Ich bin genau wie du, nur ist es mein Weg, die Welt zu retten. Dieses magische Vanessa, sie ist wie ein wilder Vogel in einem winzigen Käfig. Du weißt ja, es stimmt, diese Welt ist zu klein für sie. Das ist jetzt nicht mehr ihr Leben. Ich will doch nur, dass sie wieder glücklich ist. Auch wir können erst dann wieder glücklich sein, wenn sie es ist. Es liegt an uns, wir müssen etwas unternehmen. Schlaf gut, Schatz. Morgen wird sicher ein wunderschöner Tag. Das verspreche ich dir. Und sie.
Nein, warte doch! Wo seid ihr denn? Sky! Bitte! Verlass mich nicht auch noch! Lass mich nicht allein! Loom! Meine Eltern? Bloom, wenigstens bist du in Sicherheit, meine Kleine. Die Macht des Drachenfeuers wird niemals die eure sein. Du wirst niemals allein sein, Bloom. Daphne? Denn wahre Liebe kennt keine Entfernungen, kennt keine Grenzen. Hör auf mich, kleine Schwester. Du musst deine Suche fortsetzen. In deinem Herzen weißt du es, unsere Eltern leben noch. Und jetzt sind sie näher als je zuvor. Ich muss mit dir reden, Bloom. Komm zum Lichtfelsen. Komm zu mir. Daphne? Daphne, wo bist du? Bloom, meine liebe, süße Schwester. Es ist so schön, dein Gesicht wiederzusehen. Das finde ich auch. Du hast mir gesagt, dass unsere Eltern vielleicht doch nicht... Noch ist nicht alles verloren. Bist du wirklich bereit für diese Reise, auf der große und schreckliche Gefahren auf dich lauern? Schwester, du hast dich geopfert, um mich zu retten. Mit deiner Hilfe bin ich zu allem bereit. Das weiß ich doch. Unser Vater hatte ein Zauberbuch mit dem Titel »Das Buch des Schicksals«. Es enthält die gesamte Geschichte unserer Familie. Dann leben unsere Eltern also doch? Das Buch wird es dir sagen. Warum hast du mir von diesem Buch nicht schon vorher erzählt? Ich war mir nicht sicher, ob die Urhexen es bei ihrem Überfall auf Domino zerstört haben. Aber Vater hatte die magischen Schriften in einer geheimen Bibliothek versteckt. Hoch oben auf Rocks Berg, wo er wusste, dass sie dort sicher waren. Dann kehre ich in unsere Welt zurück und suche das Buch. Was auch geschieht, nichts kann mich daran hindern. Bloom, warte, da ist noch etwas anderes, das ich dir sagen muss. Es dreht sich um meine Maske, die jetzt dir gehören soll. Wenn du diese Maske trägst, wirst du durch meine Augen sehen. Du wirst Domino so sehen, wie ich es in Erinnerung habe und dich dort zurechtfinden. Die Maske wird dich zu Rocks Berg führen und dort wirst du die geheime Bibliothek finden. Warte, Daphne! Meine Kräfte schwinden. Ich muss zurück in die Tiefen des Sees, um mich auszuruhen. Nein. Daphne, bitte geh nicht fort. Bloom, das ist kein Abschied. Denke daran, ich werde immer an deiner Seite sein. Du wirst nie wirklich allein sein. Niemals. Und wir werden wieder eine Familie sein. Irgendwann einmal. Daphne. Ich danke dir, Daphne. Jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Mama, Papa, mir ist gerade was ganz Unglaubliches passiert. Und das Unglaubliche wird gleich noch viel besser. Überraschung! Alles Gute zum Geburtstag. Sag jetzt bloß nicht, dass du ihn vergessen hast. Heute ist dein Geburtstag, Bloom. Oh, Mama. Das ist die schönste Überraschung, die ich mir je vorstellen konnte. Also ich danke euch. Hey, du weißt doch, wenn es irgendwo eine Party gibt, bin ich immer als Erste dabei. Das war übrigens die Idee deiner Mutter. Und wir haben uns um den Rest gekümmert. Und was dein Geschenk angeht, es war nicht gerade einfach, uns auf eine Sache zu einigen, Bloom. Ihr seid ja süß. Euch alle wiederzusehen ist das größte Geschenk, das ich mir vorstellen kann. Bist du wirklich ganz sicher? Tut mir leid, Sky. Kannst wieder nach Hause gehen. Sky? Ich bin da, Bloom, so wie ich es versprochen habe. Wo bist du denn gewesen? Ich habe dich 2000 Mal angerufen. Und dein Telefon war immer ausgeschaltet, seit jenem Abend, als du... Als ich dich verlassen habe, befand ich mich auf einer Abenteuerreise. Aber es verging kein Tag und keine Nacht, ohne dass ich an dich denken musste. Ich glaube, die beiden möchten jetzt ein bisschen allein sein. Hey, Bloom, was ist denn Unglaubliches passiert? Daphne erschien mir in meinem Traum. Meine Eltern leben noch. Sie hat mich gebeten, nach Domino zu gehen und die geheime Bibliothek zu finden. Die Suche ist noch nicht zu Ende. Dann leg los, Bloom. Du weißt, wir helfen dir. Glaube immer an dich und vertraue auf das, was dir dein Herz sagt. Das hast du doch immer gesagt, nicht wahr? Und ich glaube daran.
eine Katzenallergie. Jemand erweckt sie zum Leben. Doch wer? Wer? Wir haben den Planeten zerstört, all seine Bewohner und seinen König getötet. Niemand hat mehr Zugang zu dieser Macht. Wir müssen das verfluchte Schwert zerstören. Nur so wird die Macht von Domino ausgelöscht aus der magischen Dimension. Aber wie? Die leiseste Berührung hat uns fast vernichtet und jeden Krieger getötet, der in seine Nähe gekommen ist. Meine Gebieterinnen, Mandragora steht zu euren Diensten. Verleiht eurer demütigen Dienerin die Macht der dunklen Energie. Und ich verlasse dieses kalte Gefängnis des obsidianischen Zirkels, um nach dem Ursprung eures Leids zu forschen. So sei es, ewige Finsternis! Ungezügelte Blitze! Undurchdringliches Eis! Oh ja, eure Macht durchströmt mich! Ich finde den letzten glimmenden Funken von Domino. Und wenn ich ihn habe, ersticke ich ihn mit meinen eigenen Händen. Hier spricht der Kapitän. Wir durchfliegen die Magnetosphäre des Planeten Domino und müssen mit geringfügigen Turbulenzen rechnen. Geringfügig? Von wegen. Ich glaube, mein Essen meldet sich wieder. Oh. Sag bitte nicht sowas. Blum. Hör mir zu. Wir müssen noch mal über unser Gespräch bei dir zu Hause reden. Ich weiß, du hast mich all die Monate über gesucht und dich gefragt, wo ich sein könnte. Ich habe 4 Monate auf dich gewartet. Da kann ich auch noch ein paar Stunden länger warten. Wir haben eine Mission zu erfüllen und darauf muss ich mich voll konzentrieren. Das heißt, du willst es gar nicht wissen? Ich kann warten und ich vertraue dir. Macht mal eine Pause, ihr beiden. In dieser Eiswüste kann ich keinen Orientierungspunkt finden. Könnt ihr euch vorstellen, dass das einmal der schönste Planet der magischen Dimension gewesen ist? Ja. Und dann ist er durch den Zorn der Urhexen zerstört worden. Und jetzt gibt es keine Spur mehr von seiner einstigen Pracht, geschweige denn von seinen Bewohnern. Kein Lebenszeichen. Daphnes Maske wird uns sicher helfen. Daphne hatte recht. Jetzt sehe ich Domino, so wie es früher war. Oh, es ist wunderschön. Mir nach, Mädels! Meinst du, dass das der richtige Weg ist, Blum? Ob ihr es glaubt oder nicht, die Maske führt uns auf den richtigen Weg. Das ist doch Daphnes Maske. Ja, sie hat sie mir im Traum geschenkt, um uns bei der Suche zu helfen. Wir sollten die Bikes benutzen. Bei diesem Nebel ist es unmöglich, aus der Luft etwas zu erkennen. Hast du allen Ernstes vor, mich zu überholen, Sky? Pass bloß auf, sonst blamierst du dich noch vor allen. Du fährst so langsam, dass Musa fast eingeschlafen ist. Oh ja? Ich schlage vor, wir treffen uns am Ziel, Kumpel. In ein paar Stunden. Die Spezialisten sollten aufhören, sich so kindisch aufzuführen. Und zweitens, Blum, ist der Berg dort Rocksberg? Ja, das ist er. Das hatte ich zumindest gedacht. Leute, seht ihr auch, was ich sehe? Blum, die Legende besagt, dass dein Vater Oritel die Bibliothek geschützt hat, indem er sie auf einem Raubvogel namens Rock errichtet hat. Es ist ein Fabeltier, von dem bis heute niemand weiß, ob es tatsächlich existiert. Wie es aussieht, ist der Berg in Wahrheit sein Nest. Na großartig. Dann müssen wir genau dorthin. Wir sollten uns lieber aufteilen. Ihr sucht nach dem Buch. Und wir kümmern uns um den Rock. Alles klar, überlasst das uns. Das sind nämlich die Sachen, auf die wir Spezialisten uns spezialisiert haben. Thank you.
Seid wachsam, Leute! Sollten wir vielleicht die Daumen drücken? Nicht nötig. Das Seil, an dem sie hochklettern, ist eine Weinrebe, stärker als Stahl. Mach mal ein bisschen Tempo, Sky. Ich will hier nicht den ganzen Tag rumhängen. Schrei hier ruhig weiter so rum. Ich glaube, der Vogel, den wir aus dem Weg gehen sollten, hatte ich bis jetzt noch nicht gehört. Wer hat dich denn nach deiner Meinung gefragt, Helia? Mann, herrscht hier aber eine Laune. Riven ist heute noch mürrischer als sonst. Der Vogel wird uns gar nicht sehen. Wir sind viel zu klein. Selbst für einen kleinen Snack zwischendurch. Oh nein, Riven! Helia! Hey, beruhigt euch! Layla hat recht. Solange er nicht... Oh nein! Wegfliegt. Keine Panik, das ist doch eins der Dinge, auf die wir Spezialisten spezialisiert sind, oder? Wenn das so ist, kann ich mein Spezialgebiet vielleicht noch wechseln? Nein! Brandon! Komm zu mir zurück, mein Schatz! Schnell, wir müssen uns transformieren und das schreckliche Ding verfolgen! Nein, der Rock ist viel zu schnell für uns. Wenn wir die Jungs retten wollen, haben wir nur eine einzige Chance. Und die Beereblumen? Zurück zum Schiff! Wir haben keine Zeit mehr, beeilt euch! Schnell, greif meine Hand! Ich komm nicht an! Versuch's nochmal! Die Weinrebe reißt gleich! Nein! Vorsicht! Nein! Timmy! Das war aber knapp! Hey, was ist das? Die Weinrebe wusste ganz genau, was ich gedacht habe. Timmy ist in Sicherheit. Jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, wofür die ganzen Knöpfe da sind. Knöpfe, Lichter, Schalter, ah, verrückte Jungssachen. Da sind mir meine Flügel und meine Magie tausendmal lieber. Mit deinen Flügeln hätten wir sie bestimmt nicht eingeholt, Stella. Jetzt müssen wir den Rock erstmal besänftigen. Das dürfte nicht einfach sein, er ist sehr wütend. Nein, er ist nicht wütend, er hat nur Angst. Vielleicht will der zu groß geratene Truter nur ein Schlaflied hören. Miusa, meinst du kannst deine Kräfte benutzen, um ihn zu beruhigen? Ich kann's versuchen. Das hat keinen Sinn. Wir sind zu weit weg. Können wir nicht ein bisschen näher ranfliegen? Aber sicher. Festhalten. Zorn des Drachen. Komm schon. Ich glaube, wir werden gleich gerettet. Hä? Wir kommen näher. Wir sind fast da. Nur noch ein kleines Stück. Okay, wir versuchen es nochmal. Ich muss jetzt nur noch... Ah! Machen? Haltet nach der Sonne Ausschau. Ich bin sowieso viel zu blass. Wolkenbrecher! Mach dich bereit für Rock'n'Roll, Tekna. Okay, Musa, jetzt bist du an der Reihe. Ich schaffe das. Macht der Harmonie! Dass sich meine Gebieterinnen geirrt haben. Domino sieht aus wie ein kalter, toter Planet. Sekunde! Was war das eben für eine Aufwallung? Ich habe etwas sehr Starkes gespürt. Nur zu, Blum. Lies uns vor. Ja, ja! Jetzt habe ich euch alle. Ich kann die Macht des Drachenfeuers spüren.
und die ganze Schar dieser erbärmlichen Schutzfeen. Aber wie mächtig können sie sein, wenn sie meinen Gebieterinnen so große Sorgen bereiten? Doch das ist mir alles egal, denn ich habe nur noch ein einziges Ziel. Was steht denn da? Nein, sag's lieber nicht. Vielleicht steht da, dass deine Eltern in früheren Zeiten... Nein, ich kann es nicht lesen. Ich kann euch nicht sagen, was da steht. Das müsst ihr auch nicht. Vorsicht! Leute, tretet zurück! Fürchtet euch nicht, kleine Blumen. Ich bin Lord Bartleby. Ich war der Schreiber eures Vaters und der Hüter dieses Buches. Und ich habe viele Jahre auf euch gewartet, junge Prinzessin. Ihr habt auf mich gewartet? Aber selbstverständlich. Und ich bin froh, dass es euch gut geht. Als die Urhexen Domino überfielen, hat euer Vater sein Leben riskiert, um dieses Buch für euch zu bewahren. Sie kannten meine Eltern? Oh, bitte sagen Sie mir, sind Sie noch am Leben? Das Buch wird euch alles sagen. Dieses Kapitel handelt von Orithel und Marion, denn eure Eltern waren die letzten Herrscher über Domino. Hey, das ist ja ein Hochzeitsfoto. Ist das nicht ein total hinreißendes Kleid? Es ist einfach super duper fabelhaft. Seht euch ihre Augen an. Sie strahlen so viel Kraft aus. Da ist noch mehr. Daphne. Das ist Daphne. Seht nur die beiden. Ihr wart ja so niedlich. Mein lieber Lord, zeigen Sie uns noch mehr Babyfotos von unserer kleinen Blume, bitte. Was meinten Sie bitte? Haben Sie sich nicht so? Das ist ein dicker Wälzer, da müssen noch mehr Bilder drin sein. Es tut mir leid, Miss, nur das, was Sie gesehen haben. Entschuldigen Sie, aber wir müssen uns sputen, die Zeit drängt. Ach, meine Güte, sind Sie ein Langweiler. Gut, wenn ich die Seite umblättere. Wow! Das ist die Kompanie des Lichts kurz vor ihrem Kampf gegen die bösen Hexen. Rektorin Faragonda ist auch in diesem Buch. Seht nur, wie jung sie aussieht. Noch eine Seite, Bartleby. Ich muss wissen, was passiert ist. Sehr eigenartig. Es gibt keine Antwort. Eure Eltern sind im Portal von Obsidian verschwunden. Und nicht einmal dieses Buch kann sagen, was jenseits dieser finsteren Schwelle geschieht. Heißt das etwa, dass sie tot sind? Nein, Prinzessin. Sie sind nur verschwunden. Doch mehr weiß ich leider auch nicht. Ich glaub's einfach nicht. Das Buch des Schicksals ist eine Sackgasse? Moment mal. Lord Bartleby, sagen Sie... Das Buch kennt das Schicksal aller Mitglieder der Königsfamilie von Domino? Ja, selbstverständlich. Dann muss es auch ein Kapitel über Blum geben. Natürlich. Warum ist uns das nicht früher eingefallen? Ja. Wenn Blums Schicksal ist, ihre Eltern zu finden, dann... Dann kann uns das Buch helfen, herauszufinden, wo sie sind. Was zum Teufel soll das? River. Wer ist da? Wenn es euer Wille ist, Blum, können wir umblättern und nachsehen, was das Buch über eure Zukunft sagt. Doch seid gewarnt, es kann gefährlich sein, es zu erfahren. Ich bin bereit, ich muss es erfahren. Sehr interessant. Euer ganzes Schicksal läuft auf eine einzige Prophezeiung hinaus, die, wie das Buch sagt, von den Ältesten von Domino überliefert wurde. An der Kreuzung der endlosen Straßen führen Dämonen aus Stein in den Abgrund der Eingesperrten. Ein König ohne Krone wird einen anderen König eines verlorenen Königreichs retten. Und die sechs Gefährten, die das Licht schützen, werden mit strahlender Kraft in der bösen Finsternis leuchten. Und was verloren war, wird wiedergefunden. Das verstehe ich nicht. Was hat das mit meinen Eltern zu tun? Ich glaube, du hast das Buch schwer gekränkt. Und Bartleby, ihr verblasst ja so schnell wie billiger Stoff. Meine Zeit in dieser Dimension geht zu Ende. Wenn die Geschichte der Königsfamilie von Domino ergänzt werden muss, komme ich, um dies zu erledigen. Und nun verabschiede ich mich. Es war mir eine große Ehre, euch zu Diensten sein zu dürfen, meine Prinzessin Blue. Bartleby! Was steht denn nun auf der letzten Seite über meine Zukunft? Dort steht gar nichts, Prinzessin. Gar nichts? Aber was bedeutet das? Das heißt, dass eure Zukunft noch nicht geschrieben wurde. Ihr selbst müsst jetzt das Ende dieser ganzen Geschichte erschaffen.
Vergesst es nicht. Niemals. Lebt wohl. Warten Sie doch. Lord Bartleby, bitte. Riven. Oh. Riven. Oh Gott. Ihm ist schwindelig geworden. Wir bringen ihn zurück nach Alfair. Oh, mein Schatz. Riven. Riven, kannst du mich hören? Übertreib es nicht, Musa. Er ist so stur. Ich wette, er ist erst wieder auf den Beinen, wenn du... Riven, ups. Es geht dir wieder gut, oh, ja? Oh, ich hab's geschafft. Ich hab ihn geheilt. Willkommen zurück, Kumpel. Du hast uns gefehlt. Riven? Wie viele Finger sind das hier, mein Freund? Komm. Zwei. Aber ich bin ganz sicher nicht dein Freund, du jämmerlicher Kleiner. Zwei. Aber ich bin ganz sicher nicht dein Freund. Jetzt! Jetzt, da sie geschwächt und verwirrt sind, ist das der beste Zeitpunkt für den Angriff. Dann geh, Mandragora, und dass du ja nicht mit leeren Händen zurückkehrst. Der obsidianische Zirkel? Dann haben Sie also davon gehört? Sie wissen, was das ist? Leider ja, meine Liebe. Es soll der geheime Eingang zu einem finsteren und grauenhaften Ort sein. Eine gigantische Dimension der Angst und des Schmerzes. Dieses unheimliche Bild, das wir im Buch des Schicksals gesehen haben, das war Obsidian. Dann ist das der Albtraum, in dem Monster und grauenhafte Kreaturen eingesperrt sind. Ja, die Geschichte, die jedes Kind hier in Magix erzählt bekommt, wenn es unartig war, ist wahr. Und durch das Portal des schwarzen Zirkels von Obsidian wird das Böse ferngehalten. Dort übrigens wurden die drei Urhexen erschaffen. Das heißt, meine Eltern könnten... Hoffen wir es nicht. Jeder, der Obsidian betritt, ist hoffnungslos verloren. Besessen vom absolut Bösen. Mit der Macht meiner großen Gebieterin gibt es nichts mehr, was mich aufhalten kann. Letzten Lichtfunken im ganz Domino. Seht mal! Oh nein! Weg hier! Stella? Was ist da draußen los? Das wollt ihr lieber nicht wissen. Wir werden angegriffen. Dann ziehe ich mich schnell um. Das Schuljahr hat gerade erst angefangen. In Alfair wimmelt es nur so von Erstlingsfeen. Und die sind keine Hilfe für uns. Spezialisten, jetzt sind wir an der Reihe. Und denkt immer daran, Mädchen, wenn ihr diesen Zauber da draußen... Keine Panik, Mädchen! Nein! Du Monster! Mir machst du keine Angst! Super Vibrationen! Willst du einen kleinen Nachschlag haben? Na schön, Kraft der absoluten Macht der Finsternis befehle ich dir! Juhu, Mutter. Ja? Schäm dich, was Kleine! Es ist doch nicht nötig, dunkle Magie zu benutzen, um ein Monster in die Flucht zu schlagen. So ein jämmerlicher Käfer kann doch den alten Transformationsprofessor nicht ausschalten. Viele haben versucht, Alfair zu erobern. Da wird es einem Riesenwurm sicher nicht als erstes gelingen. Klingenkraft! Palladium, pass auf! Gut gemacht, Helia. Ich hab ihn erledigt, ihr den Rest. Super Timing, Jungs. Jetzt liegt es an uns, die anderen Monster abzuwehren und den Mädchen die Chance zur Flucht zu geben. Weiter! Dieser zu groß geratene Flohbrauch drängt eins auf die Mütze. Mädchen, helf den anderen. Diesen Gast übernehme ich. Ich kann gut auf mich selbst aufpassen, danke. Hä? Dann solltest du dich dieser Hexe annehmen. Kommt dir der Name Mandragora vielleicht bekannt vor? Mandragora? Unmöglich. Wer ist Mandragora? Lauf, das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Erklärungen. Für Magix. Warum sind die Schurken immer von diesen grauenhaft stinkenden Monstern umringt?
Lauf, Tormandragora, davon, der Hüterin des obsidianischen Zirkels! Gigantischer Albtraumschwarm! Meine Firewall funktioniert nicht! Macht euch keine Gedanken um eure Frisuren, Ladies. Die interessieren keinen mehr, wenn Alfea in Schutt und Asche liegt. Los, Mädels, lauft und versteckt euch, sonst lasse ich euch alle nachsitzen. So dürfen Sie nicht mit uns reden, Griselda. Wir haben unseren Abschluss bereits gemacht. Jämmerliche alte Frau. Unendliche Finsternis. Das wird ihr nicht gelingen. Ich bin zu stark für euch. Mich durchströmt der schreckliche Zorn der drei Urhexen. Wer wagt es? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, die Ehemaligen treffen sich hier. Tarragonda, ich verfluche dich. Aber vorher musst du es mit meinen Insekten aufnehmen, ausschwärmen und angreifen. Meinst du etwa die hier? Das werdet ihr büßen. Wings, beginnt. Okay, alle zusammen, Konzentration. Energie von Mutter Erde. Technomagische Vereinigung. Sonnenkraft! Macht der Musik! Drachenfeuer! Woher habt ihr diese Macht? Rektorin, wir haben sie! Lasst nicht nach, Blum. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, aus dem dunklen Loch hervorzukriechen. Aber Kraft der Macht des Guten und des Lichts befehle ich dir, in deinen Höhlenschlund zurückzukehren. Blum! So heißt sie also, die, die ich suche. Wir haben's geschafft! Oh nein, die Schule. Sie ist völlig zerstört. Oh. Rektorin Tarragonda, nein! Geht es ihr gut? Wir müssen Hilfe holen. Ich habe überall gesucht. Das sind die einzigen Heilsalben, die ich finden konnte. Wie geht es, Tarragonda? In Kürze wieder gut, Palladium. Sie hat nur zu viel von ihrer Macht auf einmal benutzt. Doch das Schlimme ist, viele unserer Schüler wurden verletzt. Das ist ein trauriger Tag für ganz Alfea. Jetzt siehst du, wie nützlich ich bin, Kiko. Ich versuche, meine Eltern zu finden, aber stattdessen erwecke ich eine böse Kraft, von der wir dachten, sie wäre für immer begraben. Die drei Urhexen, die sind das absolut Böse. Wann hören sie endlich auf, mich zu quälen? Meint ihr, dass das Buch etwas darüber weiß? Was? Schwierig erscheint, musst du es positiv sehen. Das ist die wichtigste Regel. Diese Stimmen. Elfen. Seid ihr schon die ganze Zeit über hier? Natürlich. Oh, Locket. Ach, komm her und lass dich knuddeln. Ganz Magix weiß von der Zerstörung von Alfea. Wir kommen, um es wieder aufzubauen. Hey, seht mal, wer da ist. Fee der Blumen, du siehst so wunderschön aus. Kannst du mir ein paar Blumen zeigen? Geranien, Lilien, Tulpen, Gänseblümchen, Narzissen oder lieber Wildblumen? Es ist schön, dich wiederzusehen und vor allem wieder zu hören, Chatter. Die Schutzfee der Musik. Ich bin ja so stolz auf dich. Jetzt will ich dein schönstes Lächeln sehen. Seid ihr etwa hergekommen, um uns aufzumuntern? Nein, um Alfea wieder auf die Beine zu helfen. Und wir haben viele leckere Sachen zum Essen dabei. Und Heilsalben für eure schlimmen Wunden. Denn das Leben muss weitergehen. Uns stehen noch so viele schöne Zeiten bevor. Oh, Chatter. Wenn wir doch nur alle lernen könnten, so zu reagieren, wenn wir ein Problem haben. Sagen Sie, Rektorin Tarragonda,
Warum sind Sie nicht im Bett? Blumen, ich muss mit dir reden. Mit mir? Ja. Du sollst nicht denken, ich würde nicht mehr an deine Träume glauben. Du wirst feststellen, wie wichtig es ist, Menschen um sich zu haben, die zu dir stehen. Jenen, die dich wirklich lieben, wirst du niemals eine Last sein. Vertraue ihnen und mir, Blumen. Ja, das werde ich mir merken. Ganz sicher. Ach, das ist schön. Ich merke es mir auch. Die Macht von Domino steckt also nicht in einem Gegenstand, sondern in einer Person, in einer einfachen Fee. Ja, einer nervigen Fee namens Blum. Ah, Blum. Blum, die letzte Tochter von König Urte. Daphne konnte sie schon einmal retten und das war einmal zu viel. Sie zu entführen, als ich in Alfea war, war einfach unmöglich. Sie hat so viele starke Freunde und Verbündete. Taragonda und Hagen. Und die Kompanie des Lichts. Oh, mögen sie bis in alle Ewigkeit brennen, weil sie uns an diesen furchtbaren Ort verbannt haben. Nicht mehr lange, Schwestern. Wir müssen nur noch darauf warten, dass die Feen zu uns kommen und in unsere Falle tappen. Und dieser Riven wird sich als sehr nützlich erweisen. Das Gift meiner Insekten hat gewirkt. Er ist jetzt meine Marionette und bereit, mein böses Werk zu vollbringen. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass das Drachenfeuer zu uns kommt und uns verbrennt. Die Prophezeiung, Schwestern, erinnert ihr euch? Dann wird die Prophezeiung sich nicht erfüllen. Wir nehmen es persönlich in die Hand. Wir haben keine Wahl. Wenn wir Blums Eltern finden wollen, müssen wir in die verrückte Welt Obsidian fliegen. Aber wir sind dort nicht erwünscht. Wenn man sich da aufhält, spürt man bereits die pure Grausamkeit, die dort herrscht. Obsidian raubt uns die Kräfte und dann wäre unsere Chance, überhaupt etwas zu finden, absolut null. Blum ist unsere Freundin. Wir sollten alles tun, um ihr zu helfen, aber... Es gibt kein Aber. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir uns überlegen, wie wir dorthin kommen. Ja, zeigen wir Blum, dass wir noch wissen, was es heißt, Wings zu sein. Und dass wir das niemals vergessen. Stimmt's? Stella, bist du plötzlich farbenblind geworden? Du hättest dir von mir ein bisschen Nagellack borgen können. Ein Trendsetter wie ich braucht sich von niemandem Nagellack zu borgen. Ach, was wisst ihr denn schon? Okay, ganz ruhig jetzt. Seid schön brav. Fiskus wird dich nach Cardenia schicken, damit du bei Mike und Vanessa bleiben kannst. Hey! Oh. Na, wo willst du denn hin? Ich habe vor, nach Obsidian zu gehen. Ich weiß ganz sicher, dass ich dorthin muss. Und ich gehe allein. Ja. Lass mich raten. Du willst nicht, dass anderen tödliche Gefahr geraten, nicht wahr? Die drei Urhexen leben noch und sie sind in Obsidian. Das stimmt. Und wenn ihre böse Macht wirkt, wäre es für uns Schutzfeen unverantwortlich, dir in dieser Situation nicht beizustehen. Wir haben es zusammen angefangen und bringen es auch gemeinsam zu Ende. So ist es. Gib zu, dir war klar, dass du es nicht alleine machen wolltest. Mal sehen, ob uns die süßen Spezialisten dorthin bringen. Hallo, wollt ihr mir mal verraten, wo ihr hin wollt? Ich könnte versuchen, die Mädchen davon abzuhalten, dorthin zu fliegen, aber sie würden nicht auf mich hören. Faragonda, du solltest sehr stolz auf sie sein. Oh ja, das bin ich, Hagen. Aber gleichzeitig mache ich mir Sorgen. Wie weit kommen sie mit nichts weiter als ihrem Mut? Sie sind so jung, wie wir es waren. Und du hast sie den Wert des universalen Guten gelehrt. Jetzt liegt es an ihnen, ob sie erfolgreich sind. Also unser erstes Ziel ist das Schwarze Tor, denn das ist das Portal nach Obsidian. Obsidian gefunden. Aber das Schwarze Tor wurde vor langer Zeit verriegelt. Wir brauchen Locket und den Baum der Portale aus dem Elfendorf. Da seht ihr es, ihr braucht uns. Ich weiß nicht, aber irgendwie fühle ich mich beobachtet. Der Baum der Portale beherbergt den Schlüssel für jede Tür in allen Welten der magischen Dimension. Dort muss unser erster Halt sein. Blum, wir hatten immer noch keine Gelegenheit zu reden. Ich muss dir sagen, dass... Was? Dass zwischen dir und diesem Mädchen in der Uniform etwas Romantisches begonnen hat? Was? Auf keinen Fall, Blum. Darüber darfst du nicht mal Witze machen. Prima. Das reicht nicht fürs Erste. Aber es dauert doch nur eine Sekunde. Ach, Mädchen.
Schutz fehlt. Ich kann mich leider nicht klein machen. Mach dir keine Gedanken, Blumen. Wir machen das. Du bleibst hier. Na, das geht nicht. Ich muss das allein machen. Glaub's mir. Vertraue ihnen, Blumen. Dürfen wir auch mitkommen? Ich pass auf, dass ihr Elfen euch keinen Ärger einhandelt. Seid ihr bereit, Mädels? Wow, das ist meine neue Perspektive. Oh, ich bin so klein, dass mich nur Ameisen und Käfer beachten. Wiedersehen, Blumen. Bis später. Wir sind im Nu wieder zurück. Es gibt so viele Schlüssellöcher. Mir nach. Woher weißt du, dass es das Richtige ist? Hey, du kennst dich mit deinen elektronischen Spielereien aus? Ich verstehe was von Portalen. Seht nur, ich hatte keine Ahnung, dass es in der magischen Dimension so viele Schlösser gibt. Jede Tür hat einen eigenen Schlüssel. Wow, wir haben schon viele erstaunliche Dinge gesehen, aber sowas noch nicht. Hey, Locket, schon was gefunden? Nein, noch nicht. Oh, du hast mich erschreckt. Mir macht es Spaß, magische Schätze auszuprobieren, deshalb werde ich auch Jolly genannt. Pass auf. Die sind ja wunderschön. Ja, wirklich. Oh. Deine Nummer ist noch ein bisschen verbesserungswürdig. Oh, was für ein Durcheinander. Die Explosion hat ein gewaltiges Unheil angerichtet. Der Schlüssel muss ja irgendwo sein. Konzentrier dich. Ich kann das, ich kann das, ich kann das. Oh, oh. Nein. Komm schon. Du schaffst das. Nicht aufgeben. Komm schon, Locket, du musst dich beeilen. Hey, würdet ihr euch mal wieder einkriegen? Er ist dort drüben. Yippie! Schatz, ich bin ja so stolz auf dich. Wie gern wäre ich dabei gewesen. Du bist die Beste. Oh, willkommen, Mädels, in Obsidian. Das Urlaubsziel für Leute, die man nicht leiden kann. Ja, herzlichen Dank, Mädels, dass ihr mich in dieses herrliche Paradies geführt habt. Hey, das ist kein Witz. Das Böse ist hier so stark, ich fühle meine Kräfte jetzt schon schwinden. Nur gut, dass die Elfen im Dorf geblieben sind. Die böse Strahlung hätte sie glatt töten können. Und nicht zu vergessen, hier ist es abgrundhässlich. Egal wie böse man ist, das ist keine Ausrede für eine völlige Missachtung jeglichen Stils. Oh. Hey, Blum, irgendwas sagt mir, dass wir hier richtig sind. Ja, das muss das Portal sein. Und das sieht nach dem Schloss für unseren Schlüssel aus. Na gut, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Mädels, wenn eine von euch eine Idee hat, nur raus damit. Oh, ein Erdbeben! Oh. Und das ist erst der Anfang. Auf der anderen Seite finden wir die Antworten, nach denen wir suchen. Okay, wer macht den ersten Schritt? Igitt, voll widerlich. Ehrlich gesagt ist das gar nicht so schlecht. Es kitzelt ein bisschen. Seid gegrüßt. Oh, die schon wieder. Meine Güte! Eine Falle! Ihr schlagt euch weiter durch. Wir wehren sie ab. Attacke! Oh, oh. Riven, der Schlüssel! Oh. Riven! Nein, wo willst du hin? Verzeihung, aber ich bin... Da. Was ist in dich gefahren? Guter Angriff, Sky. Aber du kommst zu spät. Nein! Ja. Miusa! Miusa!
Musa! Musa! Nein! Nein! Das Portal schließt sich! Gut gemacht, Riven. Jetzt werde ich spielend mit deinen Freunden fertig. Und die Wings haben sich gerade auf die Reise ohne Wiederkehr begeben. Riven, warum hast du das getan, mein Schatz? Nein! Nein! Musa, Riven! Wir müssen ihnen helfen! Wings! Ist hier jemand? Kein Mensch wie morgens früh um 5 im Einkaufszentrum. Bloom, Tekna, Layla, Stella, hört ihr mich? Logisch betrachtet ist das unmöglich. Ich kriege kein Signal. Es ist so, als gäbe es keine Daten mehr. Hilfe! Halt mir! Die Prophezeiung hat also gestimmt. An der Kreuzung der endlosen Straßen führen Dämonen aus Stein in den Abgrund. Aber diese Pflanzen, woher kommen sie? Ich kann keine Lebensessenz spüren. So, als wären sie tot. So viele Daten. Überall Adressenkonflikte. Ein Überfluss an Informationen. Das System stürzt ab. Ich brenne durch. Mein Kopf, meine Schaltkreise sind blockiert. Meine Hände. Okay, ich verschwinde nur. Das ist ja keine große Sache. Aber das darf nicht sein. Ich bin zu schön, um mich aufzulösen. Diese Finsternis ist ja so viel stärker als ich. Marion, das ist die Geschichte der Kompanie des Lichts, ihre Vergangenheit. Nein, das muss eine Falle der Urhexen sein. Das ist der Strudel dunkler Energie, in dem sie mit meinen Eltern verschwunden sind. Aus dem Buch des Schicksals. Wings! Was ist passiert? Meine eigene Morphix hat mich angegriffen. Ich wurde von bösen, leblosen Pflanzen überfallen. Und ich habe mich aufgelöst. Was für ein entsetzliches Gefühl. Die Hexen wussten, was uns am meisten Angst macht. Und das haben sie gegen uns benutzt. Die ultimative Waffe. Aber jetzt sind wir hier. Das heißt, wir haben unsere Ängste überwunden. Wartet. Das muss doch Hagens Schwert sein. Und die Statue. Das ist die Statue meines Vaters. Orite. Warum ist sie hier? Das ist keine Statue, du dummes Gör. Erkennst du ihn nicht? Das ist dein Vater in Stein und Knochen. Nein, Vater! Es hat Spaß gemacht, ihn all die Jahre über zu foltern. Damit er das Schicksal aller Bewohner von Domino teilen konnte. Begrüße die Bewohner von Domino. Prinzessin Bloom, dein Königreich ist nicht verloren, Bloom, nur für immer und ewig versteinert. Was, erkennst du sie nicht? Vielleicht möchtest du sie etwas genauer ansehen. Diese niederträchtige Kompanie des Lichts hat uns besiegt und unsere Seelen an diesen Ort verbannt. Einen Körper zu haben ist kein Problem, wenn man sich einen borgen kann. Als wäre die Batterie fast leer. Ja, ihr Vier! Eure Kräfte werden immer schwächer. Pass auf, Tekna! Raus aus meinem Körper! Sie sind zu stark. Das schaffen wir nicht. Mädels, was ist denn mit euch passiert? Sie fallen der Dunkelheit zum Opfer, doch du scheinst dagegen immun zu sein. Die Kraft, die in dir lodert, ist dieselbe Kraft, die das Schwert stark gemacht hat. Willkommen, Riven, in deinem neuen Zuhause. Einem Ort ohne Hoffnung, einem Ort der Finsternis. Bevor du neue Freunde kennenlernst, bringen wir deine alten um. Ha! Oh. So lange waren wir in diesem Gefängnis. Jetzt heißt es wieder, frei zu sein. Sieh dir deinen Vater Oritel an, gefangen zusammen mit dem Bösen, das er so unerbittlich bekämpft hat. Und sein Schwert! So aufgeladen mit Domino-Kräften, dass wir es nicht einmal berühren, geschweige denn zerstören können. Das quält uns. Alle Versuche, in den Körper deines Vaters hineinzufahren, missglückten. Er war so stark, dass er die furchtbarsten Krieger, die wir aus jeder Dimension hierher gerufen haben, besiegte. Sie starben durch die leiseste Berührung. In dir fließt das königliche Blut von Domino. Du bist die Macht der Drachenflamme. Nur du kannst die Flamme schüren und das Schwert zerstören.
Und dann ist alles vorbei. Wir lassen dich wieder zurück in deine Schule und vergessen diesen schrecklichen Albtraum. Nein! Meine Lebensenergie durchströmt dieses Schwert. Wenn ich es zerstöre, zerstöre ich damit auch mich selbst und all das, wofür die Macht von Domino steht. Oh, Bloom bedarf stärkerer Überredungskunst. Wann haben wir zuletzt nach Mike und Vanessa gesehen? Was tun die wohl im Augenblick gerade? Hm? Mike! Vanessa! Was wollt ihr von ihnen? Nicht von ihnen, Bloom, von dir! Vernichte das Schwert und wir verschonen sie. Nachdem Mandragora die nervigen Spezialisten beseitigt hat, macht es ihr vielleicht Freude, deine Adoptiveltern zu töten. Sie ist schon dort und wartet nur noch auf unseren Befehl. Du hast die Wahl, Bloom. Willst du das Leben deines Vaters retten, den du nie gekannt hast, oder willst du lieber das Leben derer retten, die dich mit viel Liebe aufgenommen und großgezogen haben? Jemand wird leben und jemand wird sterben, doch du bist es, die wählen muss. Aha, na gut. Dachte dir, ich würde darauf reinfallen? Ha, du hast den Verstand verloren, kleine Prinzessin. Mike hatte noch nie eine Katze auf dem Schoß, ohne dass er wie ein Verrückter niesen musste. Wäre er das wirklich? Könnte er niemals mit einer Katze spielen, ohne ständig zu niesen? Und ganz im Ernst, Mandragora ist ein Witz. Sie kann unmöglich die Spezialisten besiegt haben. Drachenfeuerball! Dafür wirst du bezahlen, Mandragora! Kommt, Leute! Es wird Zeit, das Ungeziefer zu vernichten! Na endlich! Ich kann es kaum erwarten! Musa, ist alles okay? Ich bin eine Fee. Ich weiß schon, wie ich mich selbst schütze. Was ist denn mit dir geschehen, mein Liebling? Ich stand unter der Kontrolle von Mandragora. Und es fiel mir ziemlich schwer, mich daran zu erinnern, für wen ich eigentlich kämpfe. Ich hoffe, es ist dir eingefallen, wofür du kämpfst, Riven. Ich wusste es schon immer. Für dich. Wir müssen uns beeilen. Das Tor schließt sich in wenigen Augenblicken. Mandragora, komm zu uns zurück! Brandon, du kümmerst dich um diese Käfer. Ich verfolge Mandragora. Kein Problem, Sky. Wir haben alles unter Kontrolle. Nimm das! Oh nein, was passiert nur? An diesem Ort schwimmen selbst deine Kräfte, kleine Prinzessin. Zieh Oritels Schwert heraus und zerstöre es. Der Mann, der es geschmiedet hat, sagte mir, nur ein König mit reinem Herzen könnte es führen. Wenn das so ist, dann werde ich es tun. Sky, du hast es geschafft. Ja, nur zu, junger Meister Sky. Nein, tu es nicht. Du bist noch nicht König. Bitte nicht, mein Liebling, nein! Sky! Nein! 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 Was für ein Narr! Das Schwert hat den Mann getötet, den du liebst, Blum! Noch ein Grund mehr, es zu zerstören! Meine Freundinnen, Sky, dieser Albtraum ist wahr geworden. Allein werde ich es niemals schaffen. Bloom, du bist nicht allein. Daphne! Daphne heißt es nicht, man stirbt nur einmal. In deinem Fall machen wir gern eine Ausnahme. Ihr habt gedacht, ihr hättet die Macht von Domino ausgelöscht, aber jetzt vernichtet sie euch. Los! Komm, Daphne! Gemeinsam. Nein! Gerade noch rechtzeitig, Mandragora! Ich will dir zur Hand gehen! Nein! Bitte! Du denkst, du kannst die ultimative Macht der Finsternis besiegen. Stattdessen hast du uns alle geradewegs in die Fänge des unendlich Bösen getrieben. Oh!
dir was Neues? Sky! Wie hast du es geschafft, das Schwert meines Vaters herauszuziehen? Nur ein König kann das Schwert berühren. Ich bin ein König. Als ich dich verließ, das war der Abend meiner Krönung. Ich bin der neue König von Heraklion. Warum hast du mir das nicht früher erzählt? Ach, Blum, wie oft wollte ich es dir erzählen, aber wir haben nie den richtigen Augenblick dafür gefunden. Dann hat sich also die Prophezeiung wirklich erfüllt. Ein König ohne Krone wird einen anderen König eines verlorenen Königreichs retten. Und was verloren war, wird wiedergefunden werden. Und so wie der Strudel dunkler Energie die Bewohner von Domino eingeschlossen hat, kann gute Energie den Menschen ihre Freiheit wiedergeben. Meine Marion, wie hast du mir gefehlt. Es war eine Qual, dir so nahe zu sein, ohne dich berühren zu dürfen. Dennoch war ich immer an deiner Seite und ich werde es auch in Zukunft sein. Oh. Oh. Mutter, Vater, Daphne, was ist denn mit dir passiert? Mehr als ich euch erklären könnte. Viel wichtiger ist, dass ihr jetzt frei seid. Und das alles haben wir Blum zu verdanken. Was für eine Überraschung. Meine süße kleine Tochter. Oh, Blum. Eine Feier zur Wiedergeburt von Domino? Es gibt doch nichts Schöneres. Fühlst du dich auch wirklich stark genug dafür? Bitte mich um einen Tanz, dann wirst du es vielleicht herausfinden. Da kommt die Prinzessin. Du bist eine wunderschöne Prinzessin, Blum. Aber du wirst immer meine kleine Tochter bleiben. Ein besonderes Kind mit einem guten Herzen und großen lächelnden Augen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich von diesem Augenblick geträumt habe. Und jetzt ist er da. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft wir denselben Traum hatten. Darf ein Vater seine Tochter kurz mal entführen? Oder möchtest du lieber hierbleiben und mit deiner Mutter plaudern? Ach, Vater! Du musstest ohne uns aufwachsen. Und da wir in der ersten Hälfte deines Lebens nicht bei dir sein konnten, Blum, versprechen wir dir, für den Rest deines Lebens da zu sein. Wir wissen, dass du Pflegeeltern hattest und sind ihnen sehr dankbar, dass sie dir zur Seite standen. Deshalb haben wir sie eingeladen, damit wir uns bei ihnen persönlich bedanken können. Hallo! Hey. Mike! Vanessa! Du bist ja jetzt eine richtige Prinzessin. Du weißt ja, für uns warst du immer eine, Blum. Auch ohne das alles hier. Wenn sie uns bitte entschuldigen würden. Blum, erweist du mir die Ehre des traditionellen Vater-Tochter-Tanzes? Es ist Sitte in Domino, dass ein König mit seiner Tochter tanzt. Blum, ich glaube, hier ist noch jemand, dem gerne die Ehre zuteil würde, mit dir zu tanzen. Du siehst so... Oh. Sky, ich wollte dir noch etwas sagen. Du warst ja so mutig. Mutig wäre es gewesen, die Gesetze Heraklions zu brechen und dir zu sagen, dass ich König werde. Um mich dann den Konsequenzen und Disziplinarmaßnahmen zu stellen, die mich erwarten. Können Sie mir verraten, welche Disziplinarmaßnahmen das wären, Euer Hoheit? Wenn ihr euch schon vor der Verantwortung des Tanzes drückt. König von Heraklion. Ich sollte mich daran gewöhnen, dich mit Euer Majestät anzureden und mich vor dir zu verbeugen. Nein, ich muss dir meinen Dank aussprechen, Prinzessin. Ich danke dir für dein Vertrauen, für deine Augen und für deine Liebe. Hey, Blum! Ja? Ohne dich kann der Tanz nicht beginnen. Also komm endlich. Ich muss doch mit meinem neuen, herrlichen Kleid angeben. Stella, diese Gelegenheit würde ich dir niemals nehmen. Dieser Ring soll uns verbinden.
Und so lernte die Fee, die nach ihren Ursprüngen suchte, an sich selbst zu glauben und den Menschen zu vertrauen, die sie liebte. Sie blieb sich selbst treu und allem, woran sie glaubte. Sie gewann damit ihre größte Schlacht. Sie rettete ihr Königreich, befreite ihr Volk und vereinte ihre Familie. Und schließlich wurde sie eine wahre Schutzfee. Und nun, so steht es im Buch des Schicksals geschrieben, gibt es eine neue Kompanie des Lichts, die Wings. Die Marionetten! Sie haben Obsidian für uns zerstört und jetzt sind wir endlich frei! Jetzt müssen wir uns nur noch die Körper von anderen borgen! Diese dummen kleinen Feen sind in unser teuflisches Netz gegangen. Und schon bald werden wir ihnen ihre albernen kleinen Feenflügel ausreißen. Have meaning once again, and broken dreams are drifting to an end. I feel it like my life has just begun. I'm waking for the first time, waking for the first time, waking for the very first time to the sun. I'm getting a feeling that I wanna explore. My heart to the ceiling and my feet off the floor. You let in all the magic. Oh, and it's even better than before. You open your heart and then you open the door. I'm getting sky. Ever since I heard the words that made me cry, there's love in shadows waiting to be seen. I'm waking for the first time, waking for the first time, waking for the very first time to a dream. You open your heart and then you open the door.
Es war einmal, weit, weit weg in der magischen Dimension. Da lebte ein normales Erdenmädchen, das bemerkte, dass es eine Fee war und eine Prinzessin. Ihr Leben veränderte sich für alle Zeiten und wurde zu einem Märchen, zu einer Geschichte des Mutes, der Freundschaft und der Abenteuer. Es ist eine Zaubergeschichte, doch ohne das berühmte Happy End, weil sie das Ende noch nicht schreiben konnte. Bis jetzt.
den sollte ich mal ein bisschen einheizen. Leg los, Blue. Wir geben dir Deckung. Stella würde sagen, pudern wir ihnen mal die Näschen. Scheiße! Mirza, Achtung! Wir haben ein Problem. Die sind zäher, als wir dachten, und auch hässlicher. Vielleicht kann ich sie damit aufhalten. Zauber-Efeu! Beweg dich nicht. Bist du verletzt? Es tut weh. Aber ich glaube, ich schaffe das. Gleich geht's weiter. Flora, ist alles in Ordnung? Ich habe Schmerzen, aber ich kann sie abwehren. Scan-Vorgang. Ihre Steuereinheit befindet sich hinter dieser Mauer. Beeilt euch. Ich kann sie nicht mehr lange aufhalten. Wings, macht euch bereit. Volle Drachenenergie! Fusionsfeuer! Macht Blum. Du hast eine ganze Armee böser Roboter in nicht mal 2 Minuten zu Altmetall verarbeitet. Klasse. Sowas nenne ich Teamwork, Mädels. Viel besser. Das war mehr als nur Teamwork. Wings Club Teamwork. Davon brauchen wir noch mehr. Ich scanne eine weitere Präsenz in unserer Nähe, die direkt auf uns zukommt. Hagen der Schwertkämpfer. Haltet eure Augen offen. Meister des schimmernden Stahls, seid ihr hier drin? Kannst du uns ein bisschen Licht machen, Stella? Klarer Fall. Leuchten ist meine Stärke. Hey, was ist hier los? Hagen, der Schwertschmied der Kompanie des Lichts. Heute fühle ich mich im Schatten sehr viel wohler. Nur einen Schritt weiter und es wird dein letzter sein. Ich habe sie gefunden. Oh, um Himmels Willen. Ich kann nur hoffen, dass ich nicht zu spät komme. Du und deine Freundinnen, ihr seid in meine Festung eingedrungen und habt meine Wachen vernichtet. Doch gegen mich ist euch so viel Glück nicht beschieden. Hagen, wir sind ganz schön gelangweilt von dir und deinem Schwert. Hallo, Rektorin Faragonda. Bei den 1000 Sternen, Faragonda, seid ihr es wirklich? Mein lieber Hagen, es ist Ewigkeiten her. Jahrhunderte, kann man sagen. Seit die Kompanie des Lichts aufgelöst wurde. Du siehst älter aus. Aber was wir an Jugend einbüßen, gewinnen wir an Weisheit hinzu, wenn wir gut aufgepasst haben. Und nun senke dein Schwert in Blums Gegenwart. Der letzten überlebenden Prinzessin von Domino. Die Tochter von Uritel und Marion? Sie lebt? Ich dachte, sie wäre... Nein, mein alter Freund. Unsere Blum wurde gerettet. Sie ist bei Adoptiveltern auf der Erde aufgewachsen. Nun ist sie hierher zurückgekehrt, um ihre leiblichen Eltern zu suchen. Dies ist nicht die Zeit, um die Vergangenheit zu beleuchten. Es ist der Augenblick gekommen, endlich die Einladung anzunehmen, die du all die Jahre über abgelehnt hast. Nun gut, Faragonda. Ich streite mich nicht mit einer so schönen Widersacherin. Gut, dann können wir uns ja endlich über Alfea unterhalten. So, endlich haben wir dich aus deiner Höhle hervorgelockt, du alter Bär. Feen. Ist hier immer alles so farbenprächtig und fröhlich oder ist heute nur ein ganz besonderer Tag? Heute ist der Tag des Geschenkes, Hagen. Einige unserer Schüler machen ihren Abschluss und verlassen Alfea für immer. Ihre magische Reise geht mit dieser Zeremonie zu Ende. Doch für Blum geht die Reise weiter. Deshalb muss ich mit euch sprechen, Meister Hagen. Ich weiß, dass meine Eltern, meine richtigen Eltern, irgendwo in der magischen Dimension verloren oder gefangen sind. Ich muss sie retten und ihr seid der Einzige, der mir dabei helfen kann. Erwarte nicht zu viel von mir, kleines Mädchen. Sonst bist du später vielleicht enttäuscht. Das Schwert, Hagen. Das Schwert von König Uritel, meinem Vater. Ja, das Schwert, ich verstehe.
Es ist verzaubert und keine Macht des Universums kann es von seinem rechtmäßigen Besitzer trennen. Ewig und unzerstörbar. Das größte Werk des Meisters des schimmernden Stahls. Zumindest steht es so im Buch der Magie. Weil ihr es erschaffen habt, könnt ihr seine Präsenz fühlen. Egal, wo es ist. Und wenn ich das Schwert finde, finde ich auch meinen Vater. Oh, Blum. Viele tausend Schwerter habe ich im Laufe meines Lebens geschmiedet. Aber für deinen Vater erschuf ich das stärkste von allen. Ein Schwert. Ein Banner. Stark genug, um uns allen den ultimativen Sieg zu bringen. Wir waren die mächtigsten Kriegerzauberer, die unsere Welt je gesehen hat. Vereint gegen die Hexen der Vorzeit. Wir kämpften gegen sie bis zum blutigen Ende. Doch anstatt den Triumph zu erringen, zahlten wir einen tödlichen Preis. Ich stand an jenem Tag an seiner Seite. Es war die letzte Schlacht der drei Urhexen gegen König Oritel und Königin Marion. Deine Eltern. Sie entschwanden zusammen mit den Hexen in einem großen Strudel finsterer Macht und es gab nichts, was ich hätte tun können. Nicht einmal das mächtigste Zauberschwert, das ich geschmiedet hatte, war stark genug, um sie zu retten. Und seit diesem Tag habe ich nie aufgehört, nach ihnen zu suchen. An jedem einzelnen Tag meines Lebens versuche ich, die Macht des königlichen Schwertes zu fühlen und meine engsten Freunde zu finden, deinen Vater und deine Mutter. Verstehst du mich jetzt? Aber die magische Dimension ist so groß. Ihr könnt nicht überall gesucht haben. Blum, ich weiß, was du mit deinem Herzen glauben möchtest. Doch stelle dich der Realität. Es tut mir leid, Blum. Nein. Seht mal! Hey! Blum, erzähl uns doch, was passiert ist! Bitte warte, Stella. Ich weiß, du bist eine gute Freundin. Aber sie braucht jetzt etwas Zeit für sich allein. Also kommt, Mädchen. In Kürze beginnt unsere Zeremonie. Nach 3 Jahren harter Arbeit und häufiger unvorhergesehener Aufregung nähert sich eure Zeit an der Alfea-Feenschule ihrem Ende. Und nun werdet ihr in Anwesenheit eurer engsten Freunde den Tag des Geschenkes feiern. Es wird Zeit, dass unsere stolzen Absolventinnen ihr Amt als Schutzfeen antreten, damit sie die ultimative Harmonie erschaffen. Tretet vor, Absolventinnen. Hallo, Kiko. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Hey, mein süßes Kätzchen. Entschuldigt, aber ich bin nicht in der Stimmung, mit euch zu spielen. Seid nicht traurig, es ist nicht eure Schuld. Ich habe nur gerade das Gefühl, als hätte die Welt ihre Farben verloren. Oh Gott, bist du süß. Wie heißt du denn? Hast du einen Namen? Ron? Ron, ja, das ist ein guter Name für dich. Bup, bup. Diese kleinen Schmuckschatullen enthalten die Macht der Harmonie. Es ist das Abschlussgeschenk für jede Fee. Öffnet nun die Schatullen und macht euch bereit, eins zu werden mit der magischen Dimension. Sterne. Guck mal. Das ist ja irre. Die Pflanzen, die Bäume. Ich höre ihr Flüstern im Wind.
Ich verstehe jedes Wort, jedes ihrer Gefühle. Das, liebe Flora, ist der Unterschied zwischen einer Fee, die nur die Magie der Blumen nutzt, und der Fee, der Blumen, wie allen bekannt ist. Ich fühle mich verbunden mit jeder Form der Technologie überall auf der Welt. Das ist webtastisch. Ich kann alle Musik der Welt hören, sogar die geheimen Lieder im Herzen eines jeden Menschen. Und ich kann sie singen. Das Licht der Sonne, des Mondes und sogar der Sterne strahlt in mir. Und ich habe das Gefühl, ich könnte die ganze Welt erleuchten. Ich spüre den Klang des Regens auf der ganzen Welt. Jeden Tropfen, vom winzigsten Klatschen bis hin zum tiefsten Ozean. Eure Schulzeit ist zu Ende, Mädchen. Eure Feenausbildung ist nun offiziell abgeschlossen. Und ab sofort habt jede eurer Welten neue Schutzfeen. Nämlich euch. Hurra! Wings, ich liebe euch. Bitte weine nicht. Obwohl du auch mit Tränen in den Augen immer noch so schön bist. Ah, so gefällt mir das besser, meine lächelnde Blume. Sky, mein Prinz ist gekommen, um mich zu retten. Er befreit sein Burgfräulein aus ihrem einsamen Turm. Wir kommen zu spät zum Abschlussball. Ich bin mir noch unsicher wegen der Länge. Brandon sollen doch meine neuen Schuhe auffallen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Brandon deinen Schuhen auch nur einen Blick schenkt, wenn er dieses Kleid sieht, ist gleich null. Mädels, eigentlich wollte ich so etwas nicht gestatten, aber da heute ein besonderer Tag ist... Klopf, klopf, sind hier zufällig irgendwelche Schutzfeen anwesend? Brandon, Schatz! Die bezauberndste und begehrenswerteste aller Schutzfeen. Ach, du bist so süß, ich danke dir. Eigentlich wollte ich dir eine Blume schenken, aber keine kann es an Schönheit mit meiner zauberhaften Schutzfee aufnehmen. Ist das wahr? Du bist mit jedem Computer vernetzt? Mit jedem elektronischen Gerät auf der Welt? Ja, so ist es. Und ich bin so schnell wie ein Glasfaserkabel. Ja? Ach, spiel nicht den dummen Riven. Ich hab doch gesehen, dass du mich während der Zeremonie beobachtet hast. Ich bin hergekommen, weil ich dachte, dass hier eine Riesenparty steigt und nicht, dass man über mich lacht. Ach, Riven, mein Schatz, warum bist du denn gerade heute so mürrisch? Ich kann's gar nicht fassen, dass wir es geschafft haben. Unsere gemeinsame Zeit hier war unglaublich. Aber jetzt, schätze ich, ist das alles vorbei. Die Schule ist vorbei, aber unser Leben fängt gerade erst an. Oder hast du etwa deswegen Angst? Fürchtest du, dass du die Hoffnungen nicht erfüllen könntest? Du bist immer der Einzige, der genau versteht, was ich meine, Sky. Ich kenne das zu gut. Was kennst du? Die anderen Leute und ihre Erwartungen. Aber ich weiß, dass du großen Erfolg haben wirst, dass du selbst die kühnsten Träume übertriffst. Zieh dich um, ich kann's gar nicht erwarten, dich heute Abend auf dem Fest zu sehen. Hey, seht mal da unten, Blum und Sky. Wir haben euch in Flagranti erwischt. Juhu, ihr Turteltäubchen. Sie haben es alle geschafft, nur ich nicht. Machst du Witze? Du bist Blum. Und jeder weiß, dass du die mächtigste Fee in Alphea bist. Die eigene Welt und ihre Bewohner zu beschützen, das macht eine wahre Schutzfee aus. Aber ich bin nichts weiter als eine Prinzessin ohne Reich. Ich habe niemanden, den ich beschützen kann. Meine Heimat, Domino, wurde vollkommen zerstört. Ach, wäre es mir doch nur gelungen, meine Eltern zu finden. Dann hätte ich meine Mission voll und ganz erfüllt. Dann hätte ich Harmonie erlangt und wäre eine rechtmäßige Schutzfee. Ich hatte die Chance und die Hoffnung. Doch jetzt ist beides verloren. Also die Blume, die ich gekannt habe, hätte niemals aufgegeben. Hilfe! Eine Hexe ist in den Körper des Mädchens geschlüpft, das ich liebe. Vergiss, Hagen, diesen alten Griesgram und gib nicht auf. Du weißt, worauf es ankommt. Glaube an dich selbst und an das, was du in deinem Herzen fühlst, dann wirst du niemals verlieren. Und vergiss nicht, ich bin dein größter Fan. Ich glaube an dich. Es gibt noch etwas, das ich dir sagen muss, geliebte Blume. Eigentlich darf ich es dir nicht sagen, aber du sollst es wissen. Oh nein! Ich muss mich an meine Befehle halten. Ohne dich darf ich den Planeten nicht verlassen. Hey, nur noch 5 Minuten, okay? Wie wär's mit 10 Sekunden? Oh. Sky, entschuldige, was ist denn hier los? Wer ist diese Frau? Blum, hör zu. Ich erkläre dir alles, sobald ich die Zeit dazu habe, versprochen. Blum, mach dir keine Sorgen. Ach.
Es ist alles in Ordnung, du musst mir vertrauen, aber jetzt muss ich los. Sky! Nein, bitte stell jetzt keine Fragen. Ich bin bald zurück. Und dann werde ich dich nie wieder verlassen. Aber du gehst jetzt, Sky. Wir müssen los. Ich liebe dich, Bloom. Vergiss das bitte nie. Ist alles in Ordnung? Es ging mir schon mal besser. Oh, lass dich drücken. Wie war die Party? Meinst du das öde Treffen draußen auf dem Hof? Du weißt doch, wenn du nicht da bist, wird es keine richtige Party. Hör zu, Mädels. Ihr wisst doch, heute ist unser letzter Abend, an dem wir zusammen in Alfea sind. Und da dürfen wir die Nacht auf keinen Fall mit Schlafen vergeuden. Richtig. Na klar. Ich finde, es wird allerhöchste Zeit für eine riesen Kissenschlacht. Oder sollten wir nicht lieber eine Pyjama-Party vorziehen? Warum seht ihr mich denn so komisch an? Habt ihr gesehen, wie Riven getanzt hat? Erst hat er sich so gedreht. Dann hat er sich so gedreht. Oh, 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 oh. Aber ausgerutscht ist er nicht. Ich mein's ernst, Mädels. Wir müssen packen. Gehst du zurück nach Linfea? Ja, aber keiner kann sich vorstellen, dass ich als Feder Blumen dorthin zurückkehre. Keine Sorge, es wird nicht viel anders sein als vorher, nur mit ein paar zusätzlichen Verantwortungen. Du weißt schon, du musst den ganzen Planeten beschützen, die Menschen und ihr Glück, aber das ist ja wohl ein Kinderspiel. Wie sage ich immer so treffend, Mädels? Wer mächtig ist, der ist auch beliebt. Und du, Blum, gehst du zurück zu deinen Erdeneltern nach Gardenia? Ja, Mike und Vanessa warten schon auf mich. Ich werde wohl erstmal meiner Mom in ihrem Blumenladen helfen. Und dann, wer weiß. Du hast großes Glück, so tolle Eltern zu haben. Für jeden von uns beginnt ein neues Abenteuer. Was? Nein! Zwischen uns wird sich nicht das Geringste ändern, Blum. Was auch geschieht, wir bleiben immer die besten Freundinnen. Die besten Freundinnen für immer. Für immer und ewig. Wings Club für immer! Sie ist wie ein wilder Vogel in einem winzigen Käfig. Du weißt ja, es stimmt, diese Welt ist zu klein für sie. Das ist jetzt nicht mehr ihr Leben. Ich will doch nur, dass sie wieder glücklich ist. Auch wir können erst dann wieder glücklich sein, wenn sie es ist. Es liegt an uns, wir müssen etwas unternehmen. Schlaf gut, Schatz. Morgen wird sicher ein wunderschöner Tag. Das verspreche ich dir.
denn? Sky! Bitte! Verlass mich nicht auch noch! Lass mich nicht allein! Loom! Meine Eltern? Bloom, wenigstens bist du in Sicherheit, meine Kleine.